Gentlemen, diese Prüfungsfahrt ist hot, hot, heiß. Und zwar hat die erst gestern stattgefunden. Gestern hat es leider nicht geklappt. Warum nicht, kommt im nächsten Video. Jetzt fährt eine Fahrschülerin, die bald Prüfung hat, und wir schauen, ob sie es besser macht. Also schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Prüfung. Und Sie können los. Wir fahren vor und fahren vorne auf der rechten Seite links weiter jetzt. Vorne an der Straße fahren wir dann rechts weiter. Ende der Straße fahren wir dann links weiter. Am Ende der Straße links. Vorne rechts rein in den verkehrsberuhigten Bereich. Dann fahren wir die nächste rechts. Halten Sie mal kurz an. So, dann sehen Sie da das Auto stehen. Und wir möchten vor dem Auto möchten wir rückwärts rechts einparken. Also auf diesen Parkplatz.
Sehr gut. Wir möchten links rausfahren und den Parkplatz wieder verlassen. Und die nächste jetzt links weiter. Und dann fahren wir geradeaus weiter. Fahren wir geradeaus weiter, rein in den Kreis und auf der anderen Seite raus. So, dann möchten wir da vorne dann die nächste rechts weiterfahren. Da vorne fahren wir dann die nächste rechts weiter. Vorne fahren wir dann links weiter, die nächste links. Und dann fahren wir da vorne die nächste rechts weiter. Dann fahren wir dann da vorne die nächste rechts weiter. Und dann Richtung Frohndorf, also jetzt rechts und dann den Berg hoch Richtung Frohndorf.
aussteigen und ein bisschen schieben. Dann möchte ich, dass Sie die Grundfahraufgabe umkehren machen. Fahren wir oben die nächste links weiter.
fahren dann nach der Ampel links weiter. Wir fahren nach der Ampel links weiter. Und wir fahren dann da vorne die nächste rechts weiter. Also jetzt dann die nächste rechts. Fahren wir geradeaus weiter. Am Ende der Straße möchten wir dann links weiterfahren. Wir fahren dann da unten die nächste links weiter, die nächste links. Und am Ende der Straße fahren wir links weiter.
fahren dann geradeaus weiter in den Kreis und dann geradeaus weiter. Dann die nächsten rechts weiter. Und nach der Brücke fahren wir rechts weiter. Jetzt rechts. Dann fahren wir die nächste links weiter zum TÜV. Und wir fahren dann da vorne die nächste rechts rein zum TÜV. Dann fahren wir zwischen dem Motor, fahren wir jetzt gleich nach links in die Mitte. Nach links in die Mitte und halten dann an. So, Motor aus, Fahrzeug parkfertig abstellen. Richtig, mit allem, was dazugehört zum parkfertig abstellen. Mit allem, was dazugehört zum parkfertig abstellen. Eins fehlt noch.
Nee, noch nicht aussteigen. Eins fällt noch zum Fahrfertig abstellen. Nee, das ist alles in Ordnung. Das Lenkradschloss muss verriegelt sein. Nein, du hast ja einen Schlüssel praktisch. Das ist schwer. Jetzt dreh richtig am Lenkrad, ha? Genau, und jetzt zeig, wie du aussteigst. Und gut. Okay, passt. Alles klar. Sie haben